Herr Wilfried Oellers für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das Leben der Menschen und auch die Arbeitszeit wünschen es, dass man in einer gewissen Flexibilität doch versucht, das Arbeitsleben zu regeln. Und die Mitarbeiter haben dabei auch oft den Wunsch, auch ihre Arbeitszeit flexibel gestalten zu können. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch den Wunsch bzw. das Begehren des Arbeitgebers auch auf eine bestimmte Flexibilität, gleichzeitig aber auch entsprechende geordnete Betriebsabläufe zu haben. Und beides gilt es hier in Einklang zu bringen. Am besten ist es, bevor man gesetzgeberisch tätig wird, eigentlich, dass diejenigen sich darüber unterhalten, die auch tatsächlich dafür zuständig sind, nämlich die Arbeitsvertragsparteien und damit kann man auch gleichzeitig sagen, die Tarifparteien, die ja hier auch gewisse Gestaltungsmöglichkeiten haben. Und man muss auch sagen, in den allermeisten Fällen in Deutschland klappt das auch sehr gut und es gelingt sehr gut. Die Gestaltung hat allerdings auch eine gewisse Grenze. Die Gestaltung hat dort ihre Grenze, wo man an die Grenze der Machbarkeit kommt. Und da muss man natürlich auch zunächst auch mal den Unternehmer fragen, inwieweit es möglich ist, auf entsprechende Flexibilitäten, Flexibilisierungswünsche der Mitarbeiter einzugehen. Und hier sind auch die Interessen der geordneten Betriebsabläufe einzuhalten. Das Arbeitsrecht sieht hier entsprechende Möglichkeiten und Grenzen vor. Ich darf hier das Arbeitszeitgesetz, Teilzeitbefristungsgesetz, aber auch das Mindestlohngesetz nennen. Und die Vorschläge, die Sie unterbreiten, liebe Kolleginnen und Kollegen der Fraktion der Linken, fördern das oben Gesagte und gerade Gesagte sicherlich nicht. Vielmehr schränken Sie notwendige Freiheiten der Unternehmer ein und auch die gewünschten Freiheiten der Arbeitnehmer. Im Einzelnen komme ich jetzt gleich dazu. Ihren ersten Punkt, den Sie ansprechen, die wöchentliche Höchstarbeitszeit von 48 auf 40 Stunden zu reduzieren. Dabei übersehen Sie allerdings auch, dass wir gewisse Wünsche haben bei den Arbeitnehmern, Sie würden es nicht glauben, aber die auch gerne mehr als 40 Stunden, die von Ihnen angesetzt worden sind, arbeiten möchten. Warum? Weil sie sich aufgrund ihrer Mehrarbeit auch etwas leisten möchten. Wenn Sie dann sagen, dann sprechen Sie von einer Umverteilung der Arbeit, ja herzlich willkommen in der Planwirtschaft, da sollte Ihnen doch wohl bekannt sein, dass das bisher noch nie funktioniert hat, Wohlstand und Prosperität voranzubringen und den Menschen hat es auch nicht gedient. Wir können hier in die eigene Geschichte hineinschauen. Dann ist es auch zu betrachten, dass wir zurzeit auch von einem Fachkräftemangel sprechen. Die Unternehmen stöhnen sehr darunter. Wenn Sie dann auch noch hingehen und sagen, wir wollen die Arbeitszeiten reduzieren, dann ist das sicherlich nicht im Interesse der Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft. Und wenn es dann dazu führt, dass Steuereinnahmen nicht mehr so sprudeln wie bisher, dann ist das sicherlich nicht im Interesse aller und die Auswirkungen brauche ich hier nicht näher zu schildern. Dann gehen Sie aber auch noch hin in Ihrer Begründung und sagen, naja, wir reden nicht nur von der Umverteilung der Arbeit, sondern wir reden auch von einer Umverteilung von unbezahlter Arbeit. Also in Deutschland ist es nach dem Arbeitsrecht so, dass jede Arbeitsstunde zu vergüten ist. Fällt eine Überstunde an, ist die entweder auch zu vergüten oder in Freizeit auszugleichen. Geschieht das nicht, dann ist das bereits jetzt rechtswidrig. Und hier steht der Rechtsweg jedem offen und er kann den auch entsprechend eingehen, damit er zu seinem Recht kommt. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung der Kollegin Krellmann? Gerne. Frau Krellmann, bitte. Ja, Sie sind dran. Ja, vielen Dank, Herr Oellers. Sie sind Jurist, soviel ich weiß. Erstens mal stelle ich fest, ich bin im Westen geboren und Sie müssen mir nicht ständig irgendwas vorwerfen, was nicht da passiert, wo ich gelebt und gearbeitet habe. Zweitens,
die Information, dass 1,9 Milliarden Überstunden, davon die Hälfte nicht bezahlt sind, das haben wir uns nicht ausgedacht. Das ist die Antwort der Bundesregierung. Und ich frage Sie, was machen Sie als Jurist, Arbeitgeber zu informieren, dass man das eigentlich nicht darf, weil die Hälfte von den Überstunden werden nicht bezahlt? Das ist doch nicht vom Himmel gekommen. Das ist eine richtige Sauerei und das ist Betrug an den Beschäftigten. Was tun Sie dagegen? Gut, danke schön, Frau Krellmann. Herr Oehlers, Sie haben jetzt das Wort. Also zum einen, Sie sprechen Ihre Herkunft an, dennoch, da denke ich, darf man auf die Historie in unserer Geschichte hinweisen und die Erfahrungen, die wir damit gemacht haben, Punkt 1. Punkt 2, ich habe gerade schon was zu den Überstunden gesagt. Und wenn Überstunden nicht ausgeglichen werden in Freizeit, wenn sie nicht bezahlt werden, ist das rechtswidrig. Damit habe ich meine Position schon dazu genannt. Und ich habe auch die Position dazu genannt, wie das deutsche Recht, unser Recht, das auch entsprechend vorsieht. Und dann liegt es allerdings auch, das muss man jetzt ehrlicherweise auch mal dazu sagen, bei den jeweiligen Betroffenen auch zu sagen, wir fordern unser Recht ein. Und wenn sie das entsprechend dann auch dokumentiert und nachgewiesen haben, dann glaube ich nicht, dass sie vor einem deutschen Arbeitsgericht Unrecht bekommen. Vielen Dank. Wenn man im Rahmen der Arbeitszeit bzw. des Arbeitszeitgesetzes über Veränderungen nachdenkt, dann sollte man also jetzt bezogen auf die Einschränkung der Höchstarbeitszeit sicherlich eher mal darüber nachdenken, welche Möglichkeiten man anstreben kann, um im Rahmen der Eckpunkte, die wir haben, Flexibilisierungen zu ermöglichen, damit die Menschen auch entsprechend ihr Leben gestalten können. Sie sprechen weiter an Dokumentation von Arbeitszeit. Ich denke, dass es hier auch schon entsprechend ausreichende Regelungen im Gesetz gibt. Sie werden das jetzt wieder bestreiten, aber ich verweise hier mal auf den Paragraphen 16 Absatz 2 Arbeitszeitgesetz und auch auf den Paragraphen 17 Mindestlohngesetz, wo ausreichende Dokumentationspflichten entsprechend berücksichtigt worden sind. Und wenn ich den 17 Mindestlohngesetz anspreche, dann ist es sicherlich auch noch mal wichtig und richtig, darüber nachzudenken, ob man die Lohngrenze, die seinerzeit in Höhe von knapp 3.000 Euro Bruttogehalt festgelegt worden ist, bis wohin entsprechend Dokumentationen erfolgen müssen, angemessen ist. Ich denke, dass man hier etwas übers Ziel damals hinausgeschossen hat. Dann sprechen Sie das Rückkehrrecht in Vollzeit an. Angemerkt haben Sie auch, dass wir im Sondierungspapier da schon einiges vereinbart haben, unter bestimmten Voraussetzungen. Ich will jetzt nicht näher erläutern, was im Sondierungspapier steht, aber ich will vielleicht mal auf Folgendes hinweisen, was im Rahmen dieser Thematik Rückkehrrecht in Vollzeit schon zu berücksichtigen ist. Wenn man sagt, Rückkehr in Vollzeit bzw. Recht auf Teilzeit, dann muss man natürlich gleichzeitig auch feststellen und auch zur Kenntnis nehmen, dass der Wunsch nach einem Recht auf Teilzeit für eine bestimmte Dauer gleichbedeutend ist mit neuen befristeten Arbeitsverhältnissen, weil die Arbeitsleistung muss ja irgendwie erbracht werden. Also braucht man natürlich auch entsprechend für diese Übergangszeit Mitarbeiter. Und wenn Sie auf der einen Seite solche Möglichkeiten einfordern, aber auf der anderen Seite dann die Möglichkeit einer Befristung an den Pranger stellen, dann ist diese Argumentation nicht ganz schlüssig. Und wenn man sieht, dass man auch im Rahmen der Elternzeit den Arbeitnehmern auch Flexibilisierungen eingeräumt hat, dann denke ich, ist es mehr als recht, darauf hinzuweisen, dass man an die Befristungstatbestände nicht weiter herangehen sollte und insbesondere die sachgrundlose Befristung auch als einziges, ich betone, unbürokratisches Flexibilisierungsinstrument beibehalten sollte. Letzter Punkt, Mindeststundenzahl 22 Stunden fordern Sie pro Woche. Da muss man Sie sagen, also wo kommen wir denn jetzt hin, den Leuten vorzuschreiben, wie lange sie mindestens zu arbeiten haben? Ja, wenn wir, es gibt gute Gründe für Menschen, die sagen, wir wollen eben nur eine geringe Stundenzahl arbeiten. Familiäre Gründe können hier eine Rolle spielen. Und diesen Wunsch können wir den Leuten nicht wegnehmen. Da sind wir wieder mitten in der Planwirtschaft angekommen. Wir müssen den Menschen ihre Freiheiten lassen. Und das gelingt mit Ihrem Antrag ganz bestimmt nicht. Dankeschön. Vielen Dank, Wilfried Oehlers. Nächste Rednerin, Dagmar Schmidt für die SPD-Fraktion.